Willkommen, liebe Schunkule Community. Ich begrüße euch zu einem neuen World of Warcraft Gold Guide, zu einer neuen Goldnische, einer Profitchance. Ich möchte gerne etwas mit euch teilen, was ich irgendwie gefühlt in letzter Zeit alleine irgendwie verkauft und bedient habe. Und zwar handelt es sich um Feuerwerk, ihr Lieben. Ja, in der Tat, Silvester ist zwar rum, aber es gibt so kleine Geschichten, mit denen kann man trotzdem das Gold verdienen. Wieder mit dem Hinweis, das sind jetzt keine Geschichten, die sich so schnell verkaufen wie Erze und Blumen. Aber das nicht im Auktionshaus zu haben, heißt, ihr verpasst eine Verkaufs- und Profitmöglichkeit. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Denn ich habe wieder mal, und ich verstehe nicht warum, Leute, ich weiß es einfach nicht, aber ich möchte mich auch nicht beschweren. Ich habe ja noch zwar ein Transmog-Schwert hier verkauft, aber ich möchte euch mal 4 Feuerwerke zeigen. Baupläne genau genommen. Nicht Feuerwerke, sondern Baupläne. Für das Jadeblütenfeuerwerk, das Schlangenherzfeuerwerk, das Großfeuerfeuerwerk und das himmlische Feuerwerk. Für jeweils knapp 3.800 Gold. Und das war nicht das erste Mal. Denkt ihr, Feuerwerk, was soll denn das, was soll denn das? Ich will euch das zeigen. Und zwar benötigt ihr hierzu das hochexplosive Schwarzpulver. Das könnt ihr als Ingenieure herstellen. Und zwar hier an dieser Stelle unter Teile. Ihr stellt 2 Schwarzpulver her pro Geistereisenbarren. Soweit so gut. Bastel, bastel, bastel. Ingenieur, Ingenieur, Ingenieur. Und danach habt ihr hier die Möglichkeit, ein Pandaria-Feuerwerk herzustellen. Wird beim Aufheben gebunden, da steht eine Zufallsauswahl von Feuerwerkskörpern. Die man jetzt produziert, richtig? Nein, falsch! Und das möchte ich euch ja zeigen, denn ich erstelle das jetzt mal fleißig. Und was ihr da nämlich produziert, ist ein seelengebundener Behälter, den man öffnen kann. Der heißt einfach Pandaria-Feuerwerk. Also mitnichten werden gleich Feuerwerkskörper hergestellt, sondern ihr bekommt hier erstmal diesen Behälter. Ich produziere mal ein paar hiervon. Okay. So, und das möchte ich jetzt mit euch öffnen. Rechtsklick. Und da seht ihr Bauplan Herbstblumenfeuerwerk. Bauplan himmlisches Feuerwerk, was ist hier los? Noch ein Bauplan, Großfeuerfeuerwerk. Aha, Jadeblütenfeuerwerk. Aha, aha, aha. Wir stellen jetzt nochmal ein paar weitere her. Ach Quatsch, den Amboss brauche ich doch gar nicht. Juwelenschleifen brauche ich auch nicht, Leute. Seht ihr, was ist der Fehler? Zu wenig Käffchen. Also nochmal ein paar Geistereisenbolzen. Und dann gucken wir doch gleich mal, was es auf sich hat mit diesen Plänen. So, da haben wir jetzt schon wieder über ein Dutzend, die wir nochmal herstellen. Genau, genau, genau. Sehr gut. Soweit, so gut. Die öffnen wir mal, die Behälter. Ihr bekommt 4 bis 8 Feuerwerke, Feuerwerkskörper daraus. Wenn ihr die gelernt habt, könnt ihr nachher 5 herstellen. Also wenn ihr es zielgerichtet machen wollt, dann könnt ihr mit einmal Schwarzpulver 5 der gelernten Feuerwerke herstellen. Ist effizienter, als ihr zufällig diese 4 bis 8 hier rauszubekommen. Aber das Interessante sind diese 5 Baupläne, die ihr erhalten könnt. Die bekommt ihr auch nur einmal auf die Tasche. Das heißt, ihr müsst sie, wenn ins Auktionshaus stellen oder auf die Gildenbank, die dürfen sozusagen nicht mehr auf eurem Charakter an dieser Stelle verfügbar sein. Ihr könnt also nicht
unendlich davon entsprechend lernen, sondern es gibt eine Checkliste und er checkt, das Attribut ist auf dem Charakter Herbstblumenfeuerwerk-Bauplan vorhanden. Falls ja, kann das nicht mehr procken aus diesen Behältern, die ihr öffnet. So. Und diese fünf Geschichten, Leute, zeige ich euch, kann man entsprechend ins Auktionshaus stellen, diese Pläne. So, das anscheinend, aha, da ist keins drin, kein Schlangenherzfeuerwerk. Ja, das ist ja fantastisch, denn das stelle ich jetzt wieder rein für 3.999 Gold. Ich bin der einzige Anbieter. Herbstblumenfeuerwerk, ich bin der einzige Anbieter. Himmlisches Feuerwerk, Bauplan, ich bin der einzige Anbieter. Jadeblütenfeuerwerk, ich bin der einzige Anbieter. Und damit habt ihr nicht gerechnet. Das Großfeuerfeuerwerk, ich bin der einzige Anbieter. Was ihr jetzt aber bitte nicht macht, dass ihr jeweils die fünf Pläne direkt ins Auktionshaus ballert. Denn wenn ihr 3, 4, 5, 6, 7 davon herstellt, dann wird es verdächtig. Dann können vielleicht andere auf eurem Server sich die Frage stellen, Moment, wieso hat sie oder er so viele Baupläne dieses Feuerwerks im Auktionshaus? Ich mache mich mal auf die Suche und streiche das Gold selbst ein. Also lieber an dieser Stelle das Angebot limitieren, gerade wenn ihr außerhalb der Konkurrenz seid. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Datenbankwerte, die regionalen Verkaufspreise und Marktwerte, ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, Leute, ne? Denn wenn jetzt hier ein Marktwert steht für 24.000 Gold, das Ding für 24.000 zu verkaufen, nein, regional 14.000, denke ich. Es ist auch too much, ne? Also ihr müsst ein gewisses Gefühl haben für die, ein Gefühl haben für die Balance zwischen Preis exorbitant und ein Schnapper, ein Schnäppchen. Das müsst ihr für euch bewerten können. Und ich würde es an der Stelle nicht übertreiben. Es ist eine super Profitchance, ja? Also wenn ihr fünf davon jeweils verkauft, ihr stellt die rein, stellt die nach und alle fünf verkaufen sich, dann habt ihr mal eben, rechnen wir jetzt nochmal die Auktionshausgebühr runter, rund 19.000 Gold, sage ich mal an der Stelle. 19.000 Gold gemacht? Nein, nicht ganz, ne? 4.200 mal 5, doch, alles klar. Jeweils 100 Gold Provision müsst ihr ungefähr runterrechnen. Und was hatte ich gesagt? Wie viel hatte ich jetzt bei mir drin? Ich glaube, ich habe sie vorher für 3.899 reingestellt. Kann das hinkommen? Na, doch, passt. Das passt. 3.8. 4.000, 10%, 400, 5% sind entsprechend dann ja irgendwie die Hälfte. Also das heißt, das passt ja. 100 Gold müsste man jetzt abziehen. Das heißt, dann habe ich die für 3.899 erst reingestellt. So, und jetzt für 3.999. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja, Mathematik ist zu früher Stunde manchmal nicht ganz so einfach. Aber das für euch jetzt als kurzes Video. Hinweis, Marktnische, stellt euch breit auf. Ja, vielleicht kommt der Kram zurück. Ja, vielleicht müsst ihr das über Tage und Wochen einstellen. Allerdings, regelmäßig, unregelmäßig über alle fünf Pläne, wenn ihr es wie ich macht, entsprechend jetzt für 4.000 Gold. Ihr könnt ihr auch für 2.000 reinstellen, wenn ihr euch besser fühlt, oder für 7.000 oder 8.000. Ihr müsst gucken, Preiselastizität, nimmt euer Markt das an. Ich finde, das ist wieder super Gold, mal nebenbei verdient, und das ist so. Die Leute kaufen das zum Teil, die wertschätzen das, und weil ihr jetzt hier so fleißig dabei geblieben seid, gibt es zum Abschluss von mir für euch Feuerwerk. Und zwar, was machen wir dann zuerst? Das das geht in die Luft, das geht in die Luft. Hier, Jadeblütenfeuerwerk ist so ein Bündel. Ja, das knallt jetzt hier so ein bisschen. So ein bisschen so kleine Knallfrösche. Jadeblütenfeuerwerk hier. Zack. Bam. Ja, wo steht der Beobachter? Mal gucken, ob ich ihn treffe. Ja, das ist wie die HSV-Fans im Bremen-Spiel, ja? Also es waren ja nicht die Fans, sondern irgendwelche Chaoten, die das gemacht haben. Okay, nein, ich will das nicht künstlich in die Länge ziehen, Leute. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Feuerwerk hier. Da, so sieht das aus. Das ist doch schon cool, oder? Ach, im Übrigen könnt ihr natürlich dieses Feuerwerk auch verkaufen.
Ja, sieht schon witzig aus. Manche Leute stehen halt auf die Effekte, warum nicht? Und, es ist eine Profitchance, es ist eine Möglichkeit, weil es ein Markt ist, damit sich halt kaum abgefrühstückt wird. Also wer unter euch Ingenieuren kümmert sich denn um die Baupläne für das Pandaria-Feuerwerk? Hand aufs Herz. Ich glaube, das ist eine fantastische Nische. Berichtet mir, gebt mir euer Feedback. Natürlich das übliche Problem. Einige von euch spielen ja wirklich auf denselben Servern. Das heißt, da könnte man sich in das Gehege kommen. Schaut, dass ihr das zum Preis reinsetzt, der attraktiv ist für euch jeweils, und achtet drauf, im Laufe der Tage, Wochen und Monate verlieren die Leute bestimmte Nischen aus den Augen. Es ist immer so, ich habe das auch tatsächlich eine Zeit lang vergessen, hatte jetzt wieder angefangen, und immer wenn ich feststelle, die Sachen verkaufen sich regelmäßig, möchte ich euch das als Profitchance und Marktnische vorstellen. Würde sich das nicht verkaufen, würde ich es nicht vorstellen, denn wenn sich das auf so einem High-Pop-Server wie bei mir nicht verkauft, dann wird es auf dem Low-Pop-Server mit Sicherheit nicht gekauft werden. Aber man weiß es natürlich nicht, ne? Aber ich habe natürlich eine ganz andere Verkäufermasse, beziehungsweise eine Käufermasse, das ist das entscheidende Wort, die mir entgegensteht, mit der ich mich auseinandersetze. Also von daher, Leute, probiert es aus, berichtet mir, und das war in diesem Sinne... ein Quick and Dirty Gold Guide innerhalb, naja, von 12 Minuten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, wenn ihr wiederkommt. Und besucht unseren Discord-Server, unsere Community. Wir wachsen immer weiter. Wir vernetzen uns, wir tauschen uns aus. Fühlt euch wohl bei uns. Ihr könnt jede Frage stellen, ob Anfänger oder Profis. Alle sind willkommen, was das Thema WoW, Goldmaking, Goldfarming, Multiboxing angeht. Wir bauen unsere Konzepte und Formate aus. Schaut vorbei, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.